Auch wenn das ziemlich schlecht aussieht für mich. Weil ich nicht genug Blaue habe. Und die... Ah, die haben wir nämlich das letzte Mal. Das letzte Mal haben wir die nämlich von da unten gekriegt, als wir... bevor wir in die Arena gegangen sind. Das ist ja scheiße. Wo sind Blaue? Wo sind Blaue? Vielleicht dauert dort links auf dem Podest, ne? Da haben wir uns ja noch nicht durchgesprengt. Ja, du backst dich mal bitte schön fest an der Säule und gehst nicht auf mich los. Alter, als ich mit dir gesprochen habe, hast du da nicht zugehört? Zünde das Ding an. Los! Komm mit. Ich glaube nicht, dass das Einhorn hier hochkommt. Also, wir machen das jetzt mal ein bisschen strategisch, ne? Weil sonst verlieren wir, glaube ich, echt zu viele. Was man sich hier gar nicht erlauben kann. Okay. Rote hier hoch. Grüne. Stellen sich mal hier hin. Komm her, du Vieh. Oh, super. Ja, schön, dass die strategischen Sachen richtig gut funktionieren hier. Bug-Using. Springt auf das alle Einhorn. Ja, nein. Bug-Using würden wir niemals betreiben. Das wäre ja voll nicht nett. Also ich glaube, vielleicht muss man ja doch die Runden durchhalten. Ich dachte die ganze Zeit, erstmal Vasallen sammeln und dann da hinten zu den Säulen locken. Aber das ist ja auch eine Quest hier, eine Queste. So, war das jetzt so, dass die jetzt irgendwie stärker sind? Deckung! Hier links? Ach nee, ist doch keine Säule kaputt. Okay, ich dachte, jetzt hätten wir es geschafft irgendwie, dass meine Säule kaputt ist. Aber vielleicht kriege ich nicht drauf und man muss einfach machen. So, und ich glaube, bei dem sind hier die Grünen von Vorteil, wenn sie denn von hinten anspringen können. Das könnte man den... Ach, ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. Na, da bin ich gleich auf. Das ist aber auch echt mies verwirrend. Warum, also, ich muss mich die ganze Zeit konzentrieren. Arena-Kämpfe sind doch das Tollste. Natürlich kann man auch einfach hier so wahllos drauf rumspielen. Aber ich habe mir gehen langsam, aber sicher die Vasallen aus. Und ich habe echt nur noch die paar.
Gehen wir erstmal auf Vasallenjagd. Also die Blauen sind hier, glaube ich, essentiell zum Überleben. Aber es gibt irgendwie nicht mehr. Nehmen wir doch noch ein paar Sklaven. So erbringen die Sklaven dem Kaiserreich einen letzten Dienst. Mhm. Ja, währenddessen er sich da um die Herren Sklaven kümmert, suche ich Vasallen. Das ist ja elend. Es war um einiges einfacher, als man so viele Medics dabei hatte. Achso, du gehörst gar nicht zu mir. Jetzt aber. Gut. Ich würde mal sagen, machen wir es mit 12. Scheiße. Vielleicht da drüben noch drin, aber dann. Ja, hier haben wir noch ein paar rote, sehr schön. Rote sind total toll. So, jetzt weichen wir ihn noch einmal aus. Falsche Richtung. Ja, alle. Attacke. Jetzt machen wir ihn fertig und dann kommen wir echt in die letzte Runde. Oh, er ist so elend. Diese Drecksattacken. Wir haben den besiegt. Yay. Wir haben Kontrolle. Na, vielleicht fahren sie ja ein paar Säulen hoch, die wir. Ah, da links ist was offen. Alter, suizidale Wichte. Kämpft gefälligst gegeneinander. Ah, das hier, das war eben noch offen. Jetzt nicht mehr. Also die Sklaven kämpfen auf jeden Fall, naja, nicht unbedingt für uns, sondern einfach gegen alle. Na ja, gut, das können wir ja ändern. So ist jetzt nicht. So, zack. Aber zieht's euch rein, der Riese macht die Einhörner platt. Zumindest verwundet er sie. Naja, aber auch nicht allzu stark. Hm. Also ich würde sagen, wir kümmern uns um das Unicorn, ne? Da. Ausweichen! Ja gut, wenn man Reflexe hat wie ein, ne, wie so ein Trabant oder so. Es ist total ätzend. Nur weil ich da vorhin reingerannt bin. Eigentlich waren wir schon fertig. Jetzt müssen wir den ganzen Quatsch hier zweimal machen. Weil ich nicht aufpasse. Das würde ich jetzt nicht mal bestreiten, Alter. Da ist noch ein grüner. Ah, die respawnen noch nicht, diese komischen Karaffen. Das ist total ätzend. Arena-Kämpfe sind toll, wir mögen das. Es ist total spannend und ja, ich bin auch gar nicht verzweifelt oder so. Nur 5 und es werden immer weniger. Bei jedem Ansturm killt er einen. Natürlich könnte man versuchen, aus dem Weg zu gehen, aber ja, ich glaube, das ist die beste Antwort, die ich darauf geben kann. Heldenhaft auf den Feind stürzen. Glücklicherweise kann ich das ja so oft machen, wie ich will. Weil. Hör auf, wegzurennen. Weil es nichts kostet. Ich glaube, jetzt wird es richtig interessant. Immer so auf die Karte geguckt? Nee, da ist auch nichts. So. Ich glaube, der hat es nicht überlebt. Weil die Sklaven kommen en masse, aber das war's dann auch.
zum Aufhören, mich zu verprügeln, Alter? Ich sammle mir ja gerade meine kleine Armee zusammen. Ach du Scheiße, jetzt kommt noch das Einhorn dazu. Ja, ist gut. Zieh einen Kreis. Spielt miteinander. Echt? Ist er fertig? Nee. Ist aber nur umgefallen. Weg. Ja, Nias. Ich bin gleich schon wieder down. Ist ja auch super, dass ich an dieser passigen Stelle Pause gemacht habe. Wo ich ja quasi nichts mehr von weiß, wie ich es denn eigentlich spielen muss. Ah ja. Ach was, die bringen mir die ganze Zeit irgendwie Heilung, die Sklaven. Ich frage mich nur, wo sie sind. Gegen was fightet ihr denn? Wieder gegen andere Sklaven, wa? Oder sie haben das Einhorn umgenietet. Das sehe ich nämlich gerade auch nicht mehr. Ja, ich lauf mal. Geh weg. Verschwinde. Ich benötige neue Sklave. Das ist, weiß ich nicht, bestimmt eine der spannendsten Folgen, die ich je gezeigt habe. Ja, und sonst so, was geht bei euch? Haltet euch an euren Sitzen fest, gute Leute! Das wird blutig. Pony, zieh einen Kreis, ey. Weißt du, ein Dildo auf der Stirn und glaubt, er kann hier einen dicken Macker markieren. Verschwinde. Oh. Ey, wo sind die Sklaven? Da kommen welche. Okay. Komm her, habe ich gesagt. Wir kämpfen zusammen. Ihr sollt vielleicht. Oder ist das da in den Tonnen? Leben. Oh, wie hässlich. Ja, ich sag es dir. Ich fasse es nicht. In diesen Kisten ist Leben drin. Normalerweise gehe ich mal davon aus, dass hier eigentlich mehr als genug sowohl Schergen als auch Leben und Mana vorhanden ist, wenn man denn nicht alles gleichzeitig aufmacht. Keine Ahnung, wer sowas Dummes tun sollte, aber soll es tatsächlich geben. So, jetzt haben wir schon mal den Riesen besiegt. Ja, das hätte man auch einfacher haben können, wenn ich gewusst hätte, dass in diesen Kisten Leben ist. Wartet, der gehört zu uns. Nein, oh, jetzt kommt hier auch noch. Ich kämpfe mit euch. Hoffe ich. Sieh zu. Verprügelt das Einhorn. Oh, wie der Sklave mich nicht durchlässt. Ja, ich hole jetzt noch hier mal hinten ein paar, die nicht gleich umgenietet wurden. Oder sich gegenseitig umgenietet haben. 1, 2, 3. Ja, man muss aber, ich habe die ganze Zeit auch immer ein bisschen zu kurz gehalten. 1, 2, 3. Ah ja, und hier war noch einer, habe ich so geahnt. So. Bitte nicht zu nah an die Wachen gehen. Aber gleich werde ich. Ich erinnere mich düster zurück, dass die Engine hier super war und sie niemals im Weg standen. Da drüben ist es. Kommt, meine Freunde. Ja, so sieht ein echter Kerl aus. Ich sag's euch, schön, dass du mich erkannt hast.
Wir haben die gemischt oben überstanden. Wegen der hin. Ach, da ist er, unser Kollege der Yeti. Obwohl, nein, nicht Kollege. Am Arsch. Wir erinnern uns an Folge 1. Da ist er. Alter, da ist er. Der hat uns zum Eis am Stiel gemacht. Ich habe mir Sorgen um euch gemacht. Das stimmt nicht. Du hast dir die Nägel lackiert. Wir haben uns Sorgen gemacht. Aber jetzt haben wir euch an. Wir werden sie alle töten. Wieso ist denn jetzt das magische Schild weg? So, ich gehe mal davon aus, der. Der wirft Sachen, ganz genau. Lasst uns doch mal überlegen. Man könnte sich rein theoretisch hier vor die Wachen stellen. Ihr seid absolut sicher. Er geht auf mich. Ja, ja, der geht hier. Donkey Kong, Donkey Kong, hier rüber. Ich gehe mal ganz kurz. Oh, jetzt nach oben. So war das natürlich nicht geplant. Was glaubt ihr, wo ihr hin wollt, hä? Haltet euch an euren Sitzen fest, gute Leute. Das wird ihr werdet niemals entkommen. Burger King ist nämlich in der anderen Richtung. Nein, Was tust du da? Vor dem Haupteingang der Arena könnt ihr Riesensouvenirs kaufen. Ja, man könnte sich da ja. Man könnte das ganz nicht, oder? Zerstört, die sollen an beiden sein. Ja, das kriegen wir wohl auf den Schirm. Ja, sag mal, ich glaube, du brennst oder was? Voll assi. Ja, hier sind noch ein paar Fässer dazwischen. Augenblick. Ich mag keine Publikumsbitte. Nein. War ich das? Nee, oder? Ach was, ist das die nette, hätte ich fast gesagt, die oberflächliche, die das nicht gut heißt, wenn man hier Leute umnietet. Nein, die zufällig umfallen, wenn wir zaubern. Mein Meister. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Money, money, money. Donkey Kong, hier rüber. Da sind zwar auch noch Tore, aber ich glaube, wir müssen hier rein. Voll daneben, Alter. Was? Bleib locker. Bleib mal da stehen. Donkey Kong. Greif uns nicht an! Wie greif euch nicht an, Alter? Ihr jubelt da oben, währenddessen ich hier unten sterben soll? Ihr seid absolut sicher. Alter. Zieht's euch rein, ich bin heiß. Ich brenne. Ja, ja, ja. Geht mal bitte alle auf die andere Seite. Ich habe nämlich nicht so viel Mana. Für allzu viele Zaubersprüche davon. Los. Das ist wie so eine Treibjagd hier. Geht mal darüber. Haltet euch an euren Sitzen fest, gute Leute. Das wird blutig. Ich dachte, sie kommen da vielleicht mal alle rüber. Nix ist. Geh zurück in die Arena, du Wilder. Nicht uns. Ich werde jetzt diese wunderbare Odyssee, hätte ich fast gesagt, hier mal verlassen, weil wenn wir noch so ein Fässchen abkriegen, töte mich nicht. Der zielt nämlich nicht allzu genau, der Kollege. Was tust du da? Alles klar. So. Geschafft. Ja, ihr dürft jetzt applaudieren. Gar keine Frage. Schnitt aktivieren. Slow Motion. Ich schmeiß dich weg.
Christine, die Heil. Das ist. Evil always finds a way.